Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Schönen guten Morgen in Neumünster zur 6. Norddeutschen Passivhauskonferenz. Ich freue mich, dass wir so viele Gäste hier heute begrüßen können. Wir haben, glaube ich, über 230 Anmeldungen und ich denke, im Laufe der nächsten Stunde werden auch noch einige hier in Neumünster eintreffen. Da wir heute einen vollen Zeitplan haben, möchten wir aber auch einigermaßen pünktlich anfangen. Deswegen freue ich mich an der Stelle, Sie hier im Saal herzlich begrüßen zu können. Herr Minister Habeck, im Besonderen, dass Sie uns heute zur Eröffnung auch hier besuchen in Neumünster, ist ja für Sie Heimspiel, für uns Hamburger als Veranstalter ja so ein klein bisschen, aber in Norddeutschland auch zu Hause. Frau Buse, ich freue mich, dass Sie auch zu uns gekommen sind. Sie vertreten ja sozusagen das Innenministerium an der Stelle, werden uns heute, glaube ich, im Laufe des Vormittags auch ein bisschen was über die Wohnungsbaupolitik und die Zusammenhänge hier in Berlin, in Schleswig-Holstein berichten. Ich freue mich ganz besonders, Professor Wolfgang Feist heute begrüßen zu können. Als ja, Vater, Entwickler des Passivhauses, glaube ich, für uns eine ganz besondere Ehre, auf der 6. Passivhauskonferenz mit dir, mit dem Passivhaus-Institut heute eigentlich den Ideengeber auch live zu erleben und die Visionen und Perspektiven des Passivhauses mitzuhören. Ich freue mich, dass ich Professor Manfred Hegger begrüßen darf, der uns heute auch einen Ausblick geben wird im Bereich des Aktivhausbereiches. Und natürlich, last but not least, auch Hans-Dieter Hegner begrüßen darf aus dem Bundesbau- und Umweltministerium, BMUB genau gesagt, der uns aus Sicht der Regierung bzw. der Politik aus Berlin einiges erläutern wird. Ja, unsere Veranstaltung findet, wie gesagt, zum 6. Mal statt. Ich freue mich, dass wir inzwischen schon so etwas wie eine Tradition haben. Wir sind übrigens zum 2. Mal auch in Neumünster. Und als Leitveranstaltung für den Norden Deutschlands möchten wir natürlich auch Zeichen setzen. Wir möchten Spiegel sein für den Markt. Wir möchten Zeichen setzen unter dem Titel Effiziente Gebäude von Aktiv bis Zero Emission haben wir ja ein großes Programm vor. Ich möchte mich vorweg aber noch bedanken bei den vielen Partnern, die uns daran unterstützt haben, diese komplexe Veranstaltung in diesem Jahr wieder erfolgreich auf die Beine zu stellen. Im Besonderen bei der EKSH, der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein. Dr. Winnie Dittmann sitzt ja auch vorne in der ersten Reihe. Vielen Dank für die Unterstützung, die uns ja auch schon Anfang letzten Jahres zugesagt wurde mit der Botschaft, wir kommen auch nach Neumünster, wir haben Wort gehalten. Ich danke natürlich auch der Freien und Hansestadt Hamburg als Ländervertreter, die uns ebenfalls über die Investitions- und Förderbank darin unterstützt haben, bei den vielen Medienpartnern, die diese Veranstaltung in die Öffentlichkeit getragen haben und natürlich auch bei den zahlreichen Ausstellern, den Marktpartnern, die Ihnen nicht nur die Informationen bieten über neue Technologien, sondern die uns natürlich auch in der Verbreitung der Veranstaltung und in der Werbung auch tatkräftig mit unterstützt haben. Und ich möchte Sie ausdrücklich aufrufen, es ist ja auch Teil dieser Veranstaltung, die Partner draußen zu besuchen, mit ihnen in den Dialog zu treten und auch ihnen die praktischen Themen, die Umsetzung der Projekte mit ihnen dann auch zu diskutieren. Wir haben ein komplexes Programm heute vor, das wissen Sie. Wir werden heute Vormittag in einem Forumsteil nach den eröffnenden Grußworten und den einführenden Vorträgen von Frau Buse, wie ich eben ja schon angesprochen hatte, auch Herrn Christoph Deime begrüßen können, den Preisträger des Passivhaus Awards 2014 und damit, denke ich, ein ganz spannendes Modellprojekt hier in Neumünster vorstellen können, das Null-Emissionshaus Beusenstraße. Nach der Pause, Sie haben also gegen Viertel nach zehn, denke ich mal, so etwa Viertel nach zehn, halb elf, haben Sie die Gelegenheit, kurze Kaffeepause zu machen und die Ausstellung zu besuchen, bevor wir dann zu einem ganz zentralen Teil dieses Tages kommen. Ein Teil, den wir lange vorbereitet haben, nämlich mit Ihnen darüber zu diskutieren, wie die innovativen Baustandards von morgen aussehen. Und unter diesem Titel kann ich eigentlich ein bisschen reflektieren, was gerade auch gestern in Berlin diskutiert wurde. Denn Sie wissen, dass momentan die Bundesregierung ein komplexes Konzept vorbereitet, das eigentlich mit wenigen Worten schwer zu beschreiben ist. Ich versuche das trotzdem mal so in 2-3 Minuten zu tun, zu umreißen, weil wir ja auch in unseren Veröffentlichungen, Publikationen für die Passivhauskonferenz auch immer wieder schon darauf hingewiesen haben, welche Bedeutung auch so eine Konferenz hat im Kontext der nationalen Entwicklung. Am 3. Dezember, das ist ja in den Medien bekannt geworden, wird unter Leiterin der Bundeskanzlerin
Frau Dr. Angela Merkel das Energiekabinett tagen. Es ist zu erwarten, dass dort weitreichende Beschlüsse gefasst werden, die Sie wahrscheinlich in den Medien der letzten Tage im Augenblick eher im Bereich des Stromsektors, der Kohlekraftwerke und so vernommen haben. So sind Medien leider. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Entscheidungen, die in der kommenden Woche getroffen werden. So ist das Aktionsprogramm Klimaschutz des BMUB, vielleicht wird Herr Hegner dann nachher auch ein paar kurze Worte zu sagen, ich weiß es nicht, das haben wir jetzt nicht abgesprochen direkt, ist dort mit in der Diskussion, genauso wie der nationale Aktionsplan Energieeffizienz, kurz NAPE, den das Bundeswirtschaftsministerium derzeit vorbereitet, in dem quantifizierbare und qualitative Maßnahmen beschlossen werden sollen, die als Sofortprogramm ab 2015 in Kraft treten sollen. Das ist geplant, den Primärenergiebedarf der Gebäude bis 2020 um 20% zu senken, bis 2050 um 80%, das ist Ihnen bekannt, die CO2-Emissionen um 40% zu senken. Und auch das ist bekannt, wir brauchen ganz konkrete Lösungen, wie wir einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 bekommen. Das ist lange hin. Und dennoch müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie dieser Gebäudemix zu dem Zeitpunkt eigentlich aussehen kann. Und wenn wir uns die Prognosen etwas näher ansehen, dann müsste man so sagen, um dieses Klimaschutzziel zu erreichen, müssten im Gebäudebestand mit Sicherheit mindestens 20% aller Gebäude den Effizienzhaus 40 Standard, ungefähr 70% den Effizienzhaus 55 Standard erreichen. Wir brauchen Effizienzhaus Plus und vielleicht noch ein paar Prozent, denen wir zugestehen, dass sie noch nicht modernisiert oder gar neu gebaut worden sind. Aber das alles beschreibt das Bundeswirtschaftsministerium im aktuellen Status mit den Worten, wir sind gut, aber nicht gut genug. Wir müssen mehr tun. Und dafür soll auch diese Veranstaltung beitragen, weil wir möchten mit Ihnen die verschiedenen Wege diskutieren, wenn es überhaupt verschiedene Wege sind, wenn es nicht irgendwo doch der gleiche Weg ist, aber vielleicht mit unterschiedlichen Nuancen. Und deswegen freue ich mich im Besonderen, dass wir heute in dem zweiten Teil unseres Forums heute Vormittag mit den Referenten, den Professoren, Kollegen Manfred Hegger, mit Herrn Professor Feist, ein kompetentes Duo da haben, die Ihnen aus eigener Erfahrung heraus überzeugend berichten werden, welche Wege wir in Deutschland gehen können und gehen werden. Und in diese Kombination hinein mit der Sicht des Bundesbauministeriums habe ich dann auch noch einen weiteren Gast eingeladen, nämlich Harald Halfpap von ProKlima aus Hannover, der als Agenturkollege im EAD, sind wir ja miteinander verbunden, Ihnen berichten wird, wie es denn in kommunaler Sicht eigentlich sozusagen in der Praxis aussieht. Und ich bin sehr gespannt darauf, was wir für Erkenntnisse dort gemeinsam diskutieren können. Denn vor dem Hintergrund der Regierungsentscheidungen und der nationalen Überlegungen, ob wir zum Beispiel das CO2-Gebäudesanierungsprogramm um weitere 200 Millionen auf 2 Milliarden jährlich erhöhen und verstetigen, ob die steuerliche Absetzbarkeit nun kommt oder nicht, aktuell gestern Nachmittag haben die Staatssekretäre getagt und die haben noch keine Entscheidung getroffen. Es wird also auf höchster Ebene der Ministerrunde in der kommenden Woche erst einen Beschluss geben, wie und ob die steuerliche Absetzbarkeit von Modernisierungsmaßnahmen kommt. Wir brauchen aber zum Beispiel auch eine Verbesserung der Umsetzung der Energieeinsparverordnung. Und das wird sicherlich ein Thema sein, ein Dialogprozess zwischen Bund und Ländern. Und da wird viel auf uns zukommen. Und auf Sie, meine Damen und Herren, als Planer und Architekten kommt vor allen Dingen zu die Umsetzung dieser Vision und dieser Leitthemen, für die die Politik auch mit Förderprogrammen nur einen Rahmen setzen kann. Effizientes Bauen muss also eine noch breitere Marktbasis finden. Und das ist das Thema, über das wir heute mit Ihnen diskutieren möchten. Wir möchten über die Ansätze, die Entwicklung, die Umsetzung und die Perspektiven uns mit Ihnen austauschen. Und darauf freue ich mich und ich hoffe, wir werden heute einen spannenden und inhaltsreichen Tag erleben. In den Nachmittagsforen gibt es dann wieder, Sie wissen das, wer die Tagung schon besucht hat, ich glaube, wir haben auch eine ganze Reihe von Dauerkunden, sag ich mal, eine ganze Reihe Aspekte, die sich auch ein Stück weit in dem Programm wiederfinden, Passivhaus unter erschwerten Bedingungen, Realitätscheck, nachwachsende Rohstoffe, Innovationsforum. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe Themen erzählen, die Herr Hegner weiß, dass die dazu ja auch in Berlin diskutiert werden. Das Thema Qualitätssicherung, sehr spannend heute Nachmittag. Die KfW wird ihre Erkenntnisse aus den Vor-Ort-Kontrollen realisierter, also modernisierter, neu gebauter, KfW-geförderter Projekte vorstellen. Das Thema Siedlungen und Quartiere mehr denn je angesagt. Auch das habe ich gestern in Berlin sehr deutlich gespürt. Das Thema, auf das wir immer mehr unseren Fokus werden setzen müssen. Passivhaus und Technik, selbstverständlich. Wir werden
auch im Innovationsforum, und darauf möchte ich last but not least auch hinweisen, die Neuentwicklung, Weiterentwicklung der Industrie vorstellen. Das sind sicherlich nicht nur einfach so Werbeveranstaltungen, Werbevorträge der Produkthersteller und der Aussteller, sondern es ist ein aktives Miteinander. Diskutieren Sie mit diesen Partnern und fordern Sie sie heraus über die Probleme, die Sie beim Planen und Bauen haben, und treten Sie in Dialog mit ihnen, sagen Sie ihnen, was Sie brauchen in der Zukunft und wohin Innovation der Produkthersteller gehen muss. So stellen wir uns jedenfalls eine funktionierende Passivhaus-Konferenz vor, und ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, und ich bin gespannt, was wir heute gemeinsam erleben werden. Ja, und dann vielleicht noch ein kurzer Hinweis zum Organisatorischen. Hier in diesem Saal wird das Plenum natürlich stattfinden und dann noch das Forum C. Da haben sich relativ die meisten für angemeldet. Die übrigen Foren A, B und D, die sind draußen. Die Ortskundigen werden das wissen, wenn sie vorne an Empfang sind, von hier aus gesehen und dann links rum, da so die Gänge durch. Es wird alles ausgeschildert sein, wie sie dort dann auch in die übrigen Säle kommen, wo heute Nachmittag dann die Forumsveranstaltungen sind. Und last but not least auch noch ein Hinweis auf den Bewertungsbogen, den Sie auch bekommen haben. Schreiben Sie uns gerne auf, was Sie uns schon immer mal sagen wollten. Wir möchten natürlich auch aus Ihren Erfahrungen heraus lernen, vielleicht weiterentwickeln. Geben Sie uns Wünsche und Anregungen ab, die möchten wir gerne aufnehmen für eine nächste Passivhaus-Konferenz. Ja, meine Damen und Herren, genug der Vorrede. Ich gebe das Wort an der Stelle weiter. Ich freue mich nochmal, Herrn Dr. Robert Habeck begrüßen zu können, den sozusagen Hausherren, zumindest hier in diesem Land, und freue mich auf Ihre Grußworte. Vielen Dank.